No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Hier ist NoGo mit Ausgabe 45. Wir freuen uns ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser aktuellen Ausgabe. Und wie immer an meiner Seite der gute Stefan. Hallo Markus, das ist nett, dass du mal der gute Stefan sagst. Ja, oder der liebe Stefan. Ja, oder der. Genau. Mein Ziel ist es nach wie vor, dass du mal sagst, der beste Stefan. Der beste Stefan, kenne ich sonst noch Stefans? Das wäre die Frage. Ja, wer vielleicht kurz vor meiner Frau dann jemand beleidigt, aber ja gut, schauen wir mal, du steigst in der Gunst auf jeden Fall immer weiter bei mir, so ist es ja nicht. Das ist ja nett, beruht ein bisschen auf Gegenseitigkeit, aber genug mit der Lobhudelei, du bist doch immer Rapidler. Ja, genau, richtig, du Feilchen, du. Stefan, wie schaut's aus bei dir, wie ist deine Stimmungslage, hast dich schon etwas wieder, soll ich sagen, beruhigt, bezogen auf die Vorkommnisse bei der Austria und der Entlassung oder der Trennung, war ja keine Entlassung, sondern eine einvernehmliche Trennung bezüglich Manfred Schmid. Wie sieht da deine Gefühlswelt aktuell aus? Überraschenderweise muss ich sagen, das ist relativ unverändert zur letzten Woche. Also wenn ich dran denke, krampft es mich noch immer zusammen. Und mir tut der Manfred Schmid diesen nicht leid. Weil was der in den letzten 1,5 Jahren aufgebaut hat, wurde wie ein kleines Lüftchen ein Kartenhaus zerstören kann, wurde ihm quasi sein Baby genommen. Und dass er aufgehört hat, ich verstehe es nach wie vor, weil wenn die einen anderen Fußball sehen wollen und er dann nicht so spielen darf, wie er will, verstehe ich nach wie vor, dass er gesagt hat, nein, das funktioniert dann nicht und er mag keine Marionette sein. Vollkommen verständlich und trotzdem noch komplett unverständlich von der Vereinsführung. Manuel Ortleichner hat sich den Medien gestellt und schon Interviews gegeben, dem ORF und Sky zum Beispiel. Mhm. Also das habe ich gesehen. Wirkte ziemlich mitgenommen. Ja, fand ich auch. Also das ist alles nicht spurlos an ihm vorübergegangen, hat sicher viele böse Mails bekommen und Nachrichten bekommen, wahrscheinlich auch unter der Gürtellinie einige, was meiner Meinung nach auch nicht sein muss. Es ist halt seine Aufgabe als Sportdirektor auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn ich das im Politikersprech sagen darf. Allerdings würde es mich wirklich interessieren, ob er zu dieser Meinung auch steht oder ob er wirklich, so wie von manchen Fans vermutet, einfach ein Überbringer der Nachrichten ist oder war. Und quasi wie ein Strohmann im Verein fungiert, weil er doch immer sehr eloquent auftritt und doch immer sagt, die Austria soll wie ein Startup werden und Viola Planet und im Universum die Frauen, die Special Violets, die Kampfmannschaft, die Akademie und alles soll zusammenspielen wie ein Zahnrad. Also das war ja von Beginn an seine Philosophie. Und er hat ja auch schon vor Jürgen Werner über dieses einheitliche Spielsystem gesprochen. Mhm. Was ja jetzt da quasi auch der Genickbruch von Manfred Schmid war. Natürlich glaube ich schon, nachdem Jürgen Werner sein Berater damals war und auch guter Freund geworden ist, dass er damals schon mit dem Jürgen Werner vielleicht so ein bisschen gefachsimpelt hat. Aber das war halt noch weit weg von der Investition und angeblich hat ja auch Raimund Haarreiter Jürgen Werner dazu gebracht, bei der Austria zu investieren und nicht Manuel Ortlechner. Der hat wahrscheinlich dann durch seine Bestellung zum Sportdirektor das Seinige dazu beigetragen, dass sich Jürgen Werner für die Austria entschieden hat. Also die Rolle von Manuel Ortlechner, die würde mich wirklich interessieren, aber alles, was wir wissen, sind nur Mutmaßungen und er hat das natürlich im Interview nicht gesagt, naja, ich bin ja auch für Manfred Schmid, aber der Jürgen Werner hat gesagt das, sondern der steht natürlich jetzt offiziell zu dieser Entscheidung, sagt auch, dass ihm die Entscheidung wehgetan hat und dass er sich darauf vorbereitet hat, dass das unpopulär ist und er mit einem Sturm an Entrüstung rechnen muss. Dass es so heftig war, hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Also ich habe Gott sei Dank noch nie einen Shitstorm erlebt, will das auch nicht machen, aber ich glaube schon, dass das sehr in die Psyche gehen kann. Ja, es sind stürmische Zeiten für die Austria, auch nach den Finanzzahlen jetzt. Man hat da wirklich auch viele Legenden und Supporter an den Kopf gestoßen, die sich eigentlich schon
und der Kretschmer dann von der Austria abgewandt hat, wie zum Beispiel ein Toni Polster, der hat eigentlich kein Wort mehr über seine Austria verloren und jetzt ist es wieder seine Austria in den Statements, der hat sich dazu auch kritisch geäußert. Und was vielleicht das mächtigste Zeichen war, waren die Fans, also auch die Austria ist ein Mitgliederverein geworden, kann man sagen, und hat ja einen Mitgliederrekord an außerordentlichen Mitgliedern in dieser Saison gehabt, von über 5.000, also deutlich über 5.000 Mitglieder. Und ja, da bin ich neugierig, wie die nächste Statistik ausschaut und ob sie diese Saison überhaupt noch eine Statistik dementsprechend veröffentlichen, weil die Fanclubs haben sich zu einer gemeinsamen Erklärung geeinigt und da werden alle Austria-Fans und alle außerordentlichen Mitglieder aufgefordert, ihre Mitgliedschaft zurückzulegen. Kann man einschicken, geht per Mail, man kann das im Fanshop machen, das ist relativ unkompliziert. Das ist natürlich ein großes Zeichen und auch ein starkes Zeichen, dass man diesen Weg nicht mitgehen will. Aber man fügt der Austria keinen finanziellen Schaden zu, was ja da befürchtet wird, weil man kein Geld zurückbekommt. Man hat die 65 Euro oder zwischen 60 und 70 Euro kostet das, hat man ja bezahlt mit dem Erwerb der Mitgliedschaft. Das bekommt man nicht mehr zurück, aber man kann die Mitgliedschaft zurücklegen und ist dann ab sofort kein Mitglied mehr. Und es hat sich auch ein Hashtag im Internet etabliert, weil ja der Weg der Austria immer unser Weg war, der gemeinsame Weg, also Hashtag unser Weg, mit den Jungen und mit dem Zusammenhalt, was man da halt immer so heraufbeschworen hat mit dem Zuschauerrekord, dem Mitgliederrekord und so weiter und so fort. Das ist ja unser Weg. Und jetzt schreiben die Austria-Fans Hashtag euer Weg. Okay. Weil es der Weg des Vereins ist und nicht ihr Weg. Und ich verstehe das schon, weil es hat auch viele gute Kommentare gegeben von Journalisten, die wir auch teilweise geteilt haben auf Twitter und Facebook. Und da war oft auch eine Erfolgsgeschichte von Manfred Schmidt zu lesen, was er mit Spielern getan hat, wo die vor Manfred Schmidt gestanden sind, wo sie jetzt stehen. Also ich denke da nur an einen Dominik Witz, an einen Matthias Braunöder, der entwickelt Spieler auf den verschiedensten Positionen. Also der Manuel Polster hat von links hinten gespielt und hat ganz vorne gespielt, obwohl, also er ist ja ein gelernter Stürmer oder offensiver Spieler, hat auch defensive Rollen gespielt, hat sich einfach für die Mannschaft ins Zeug gelegt, hat seine Leistung abgerufen und das war halt seine ganz große Kunst. Er hat aus der Mannschaft seit Jahren wieder eine Einheit geformt und das fehlt jetzt. Also ich bin euch, wer nachkommt. Es geistern ja schon einige Namen herum, aber wir wissen noch nichts Genaues und am 3. Jänner ist der Trainingsstart und mich würde es nicht wundern, wenn kurz vorher erst der Name dann veröffentlicht wird oder der Trainer dann bekannt gegeben wird. Okay. Ja, im Moment ist es ziemlich ruhig rund um die Austria, damit ich es noch rausbekomme. Und also ich glaube, nur das Notwendigste wird hier auf den Social Media Kanälen und genau, So weiter gepostet, und so ein bisschen schon im Winterschlaf befindlich. Also klar, man will da nicht noch mehr Angriffsfläche bieten, glaube ich, im Moment mit irgendwelchen Sachen. Also ich glaube, kann ziemlich sicher sagen, bei Rapid würde es ganz anders gelebt werden. Da wird er versucht, mit vielen anderen Aktionen und Meldungen dieses unerfreuliche Thema irgendwie zu übertünchen. Ja, das stimmt schon. Also das sind halt zwei Herangehensweisen, die Austria hofft halt, dass man irgendwie vergisst, aber ich kann dir nur sagen, und du hast ja immer meine Lobhudeleien auch nach Niederlagen gehört, und das kam ja nicht von ungefähr. Du hast der Mannschaft oft nicht böse sein können, weil du gemerkt hast, sie haben alles versucht, der Trainer hat alles versucht, das Trainerteam hat alles versucht. Das war alles so eine schöne, homogene Einheit, und das ist wirklich mit dieser Entscheidung komplett zerstört worden, und ich bin neugierig, ob das richtig ist, dass man da diesen Pressing-Fußball, Angriffsfußball, wie auch immer man das jetzt nennen will, mit dieser Mannschaft spielen kann. Ich bin der Meinung, dass das der Manfred Schmidt am Anfang der Saison versucht hat. Die Ergebnisse sind nicht gekommen, wie er hofft, und als er dann wieder umgestellt hat auf sein System, wo er seiner Meinung nach die Spieler so eingesetzt hat, wo ihre Stärken gelegen sind,
hat die Mannschaft dann wieder performt und funktioniert. Natürlich hast du viel Pech gehabt mit Verletzungen und Kreuzbandrissen. Also wir haben jetzt da 3 oder 4 Spieler, die mit einem Kreuzbandriss draußen sind. Aber das ist halt höhere Gewalt. Da kann ein Manfred Schmidt nichts dafür. Und dass ein James Holland nicht performt, ein Haltaxa außer Form ist, verletzt kommt, ein Raguz, der laut Jürgen Werner 100%ig im Herbst zu sehen ist. Hast du ihn gesehen? Kann gut sein, dass er irgendwo im Stadion war zum Zuschauen, aber auf dem Platz stand er nicht. Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie oft du im Austria-Stadion warst. Das verwundert mich jetzt gerade, deine Antwort. Aber ich habe ihn nicht gesehen, da. Weder im Stadion noch am du, Platz. Aber also, stell dir vor, selbst bei Spielen der Austria ist ab und zu TV-Anstalten anwesend, um das Trauerspiel zu übertragen. Und da hätte er auch irgendwo mal eingefangen werden können. So ist er nicht. Das stimmt. Aber ja, also alles, was wir jetzt, seitdem es den Podcast gesehen haben, war ja die Austria unter Manfred Schmidt. Das heißt, das ist auch der erste Trainerwechsel der Austria seit unserem Podcast. Und das war bestimmt kein Trauerspiel. Aber bezüglich Raguz, ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das wir dann in unserer Fan-Talk-Runde noch vertiefen können. Aber ich war ja... Klar, hinterher ist man immer schlau, aber von Anfang an etwas skeptisch bezüglich des Transfers und habe mich gefragt, Markus, oder habe dich gefragt, ob das nicht zu viel Risiko ist, dieser Transfer. Ja, Markus, das liegt in der Natur der Sache, dass du bei jedem Austria-Transfer skeptisch bist. Nein, ja, ich habe natürlich das geglaubt, was ich gelesen habe. Also er war verletzt, langzeitverletzt, aber er ist ein, also das haben ja viele seiner Trainer und viele Experten gesagt, dass er einer der talentiertesten Stürmer Österreich ist. Er ist eigentlich noch relativ jung und hat einen langfristigen Vertrag bei der Austria bekommen, also ich glaube 4 Jahre. Und in den 4 Jahren kann er natürlich den Club auch weiterhelfen und kann sich selbst auch noch einmal entwickeln und dann um gutes Geld wieder verkauft werden. Also ist da gedankentechnisch finde ich das ja nach wie vor nicht blöd. Aber wenn man sagt, dass er im Herbst 100%ig wieder spielt, und dann aber auch so wie jetzt auf Tauchstation geht, was dieses Thema betrifft und einfach gar nichts mehr sagt, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich dann das Maul zerrissen wird über diesen Transfer. Weil wenn man nicht aufklärt, dann sieht das ja quasi das Unwissen und das dann zweifelt, dann beginnt man zum Zweifeln, dann fragt man sich, was ist da los? Und also mir fehlt ein bisschen die Transparenz, muss ich sagen. Mir fehlt die Transparenz, was die Entscheidung mit Manfred Schmidt da betroffen hat. Natürlich, dieses Austria-Playbook und diesen Pressing-Fußball, das sind 2 Schlagworte, die da gefallen sind. Aber im Endeffekt kannst du da damit jetzt auch überhaupt nichts anfangen. Und auch bei der Transferpolitik, muss ich sagen, ja, wäre auch ein bisschen mehr transparent. Das hätten wir uns schon verdient, wir Fans. Weil so wie das da abgelaufen ist, ist es wirklich zu hinterfragen. Und dann noch im Hintergrund mit dem Finanzergebnis, wo man ja sieht, dass die Austria, ich hoffe, noch auf der Intensivstation liegt und nicht schon ins Hospiz überstellt wurde. Also ja, es sind derzeit wirklich keine rosigen Zeiten für die Veilchen. Achtung, Wortwitz. Ja, auf jeden Fall, nochmal auf Manfred Schmidt zu kommen. Es war ja auch von zahlreichen Legenden beider Seite, dass es kritisiert worden ist. Herbert Prohaska auf der einen Seite, aber auch Hans Krankl hat komplettes Unverständnis für diese Entscheidung gezeigt. Und es ist die Frage, also ob er vielleicht, ich denke mal, ja, ich glaube, er war bei vielen Fußballfans in ganz Österreich relativ, oder fanden ihn sehr sympathisch, wie aufgetreten ist Manfred Schmidt. Und ist die Frage, ob er halt jetzt nicht vielleicht zu Samaritermäßig ein bisschen aufgetreten ist und ob er es für einen anderen Verein, dass er so die einvernehmliche Trennung gekommen wäre, auch gemacht hat, wenn es nicht die Austria gewesen wäre. Ich glaube, das liegt in der Natur eines Menschen. Und der Manfred Schmidt ist einfach so ein Typ. Deswegen glaube ich schon, dass er, wenn er einen Arbeitgeber hat, und das war ja beim FC Köln genauso, ja, das hat er ja auch schon oft in Interviews erzählt, also das ist ein Mensch, der 100%ig loyal ist zu seinem Arbeitgeber und zu seinem Verein, mit dem er sich identifizieren kann. Und die Austria ist eigentlich sein Verein. Und er hat ja am Samstag, also Montag vor einer Woche, ist er
rausgeschmissen worden oder die einvernehmliche Trennung, je nachdem, wie man es nennen will. Und am Samstag vor der Trennung hat er noch in einem Interview gesagt, er würde auch 10 Jahre bleiben. Na, frage mal den Herrn Barisic, wie lange er bei Rapid bleiben wird. Na, vielleicht wird er auch 10 Jahre bleiben, weil er auch eine Legende ist, aber frage mal, ob der Kübauer das in einem Interview sagen wird, dass er 10 Jahre beim LASK bleiben wird oder der Jeißle, ob der 10 Jahre bei Salzburg bleiben würde. Also das sind ja Trainertypen und das sind ja Menschen, die du ja heutzutage fast nicht mehr findest. Also so ein Thomas Silberberger bei der WSG, das ist ja eine Ausnahme. Das ist ja eine komplette Ausnahme. Das gibt es ja nicht mehr. Der ist fast abgestiegen mit der WSG und die haben trotzdem an ihm festgehalten. Ja? Und er hat wieder daraus eine Mannschaft geformt und hat wieder performt mit der Mannschaft. Ja? Und der Manfred Schmidt hätte das genauso geschafft. Also der hat wirklich das Zeug dazu gehabt, dass der langfristig ein Trainer für die Austria ist, der da wirklich langsam was aufbaut. Und ja, er hat schnell Erfolg gehabt, aber man hat jetzt auch die Rückschläge gesehen, dass das alles noch Zeit braucht und dass er noch Zeit braucht. Und mit den richtigen Verpflichtungen hätte sicher wieder eine potenzielle Meistermannschaft in den nächsten Jahren aufbauen können. Jetzt da ähnlich wie Chris Ilzer bei Sturm. Ich rede jetzt nicht, dass man jetzt in 3 Jahren Meister geworden wären, ja, so realistisch muss man sein, aber schon eine Mannschaft, die einmal regelmäßig um Platz 2 mitspielen kann. Das hätte ich ihnen locker zugetraut. Und wenn man einmal regelmäßig um Platz 2 mitspielt, dann kann man ja das nächste Ziel anstreben. Also, dass er hier etwas aufgebaut hat und noch weiter hätte aufbauen können, da bin ich voll bei dir, ob es jetzt wirklich dieses Ferien von erster Salzburg-Verfolger und vielleicht in Titelnähe geworden wäre, ja, weiß niemand. Kann man nicht wissen. Aber ich zu bezweifeln, aber dass sie hier, glaube ich, wirklich für einen kontinuierlichen Weg gestanden ist. Dass du sagst, das wage ich zu bezweifeln, ist schon eine Frechheit. Weil, nein, wirklich, was der aus dem Nichts gebaut hat, ja, aufgebaut hat, dann darf man das nicht... Man hat jetzt auch gemerkt, dass er anscheinend diese Transfers nicht bekommen hat, die er wollte. Ja, deswegen meine ich von wegen, hätte er von seinen Fähigkeiten das Potenzial dazu gehabt? Glaube ich ja, okay. Ja? Das ist die eine Sache. Aber danke. es wäre weiterhin aber so gewesen, dass ihm zu 80-90%, und das war jetzt mit einem Punkt, die besten Spieler wieder hergegeben hätten und dann etwas Kontinuierliches aufzubauen, diese Mannschaft ständig weiterzuentwickeln, wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Von daher, glaube ich, hätten sie dieses Fair nicht vorstoßen können, weil einfach das Material nicht mehr da gewesen wäre. Ja, deswegen hätten wir ihm auch länger Zeit geben müssen. Und mit länger meine ich nicht noch eine Saison, sondern mit länger meine ich dann wirklich 5-6 Saisonen. Weil wenn ich dann einen Braunöder verkaufe oder einen Fitz zu Geld mache und dann, keine Ahnung, wie die alle heißen, Wustinger und El Shaarawy. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Nein, die ganzen Jungen. Du weißt wie. Erstens mal mit Namen und ich wollte das jetzt da irgendwie souverän überspielen, das hat mich wieder aufbladdelt. Ja, egal. Auf jeden Fall. Und das stimmt ja auch. Hat ja die Austria eine der erfolgreichsten und besten Akademien in Österreich. Also so viele Jungs, wie die Austria in den letzten Jahren da hochgezogen hat, das hat fast kein anderer Bundesliga-Club geschafft. Und es dann auch noch geschafft, sie da oben zu halten. Und so weiterzuentwickeln, dass man sie verkaufen kann. Also wenn ich mir jetzt den Fitz anschaue, Braunöder, El Shaarawy, Wustinger, das sind ja alles Spieler, die für die zweite Mannschaft gespielt haben und jetzt eigentlich Leistungsträger in der ersten Mannschaft sind, Huskovic und so weiter und so fort. Wenn das nicht abgerissen, wenn das nicht abreißt, ja, dann kann ich ruhig die Spieler verkaufen, wenn ich sie verkaufen muss und nicht noch weiter halten kann, weil es das Budget nicht hergibt, ja. Wenn das nicht, weil man, was hat man gemacht? Man hat jetzt Leute eingekauft, wie einen James Holland, der hat überhaupt nicht performt und man hat ihn 1:1 mit einem Spieler von den Young Violets ersetzt. Aber es gibt auch Gerüchte, dass er einen gut dotierten Vertrag hat und irgendwie nur durch irgendwelche Verbandlungen angeblich wieder zurückgekommen sein soll, wo einige Stimmen gesagt haben. Ja, Trauzeuge von? Vom Ortlechner, glaube ich. Ich glaube, vom Ortlechner sein Sohn oder irgendwie sowas. Also nein, der Ortlechner sein Sohn, der ist 7. Okay, ist er kein Trauzeuge. Ja, nein, der ist vom Ortlechner, glaube ich, der Trauzeuge. Oder ist der Ortlechner sein Trauzeuge? Irgendwie so. Die sind ja, das weiß man auch. Trauzeuge oder Patenonkel, irgend sowas. Ja, das kann sein. Aber man weiß es ja, also ich bin jetzt leider nicht so der Klatsch- und Tratsch-Leser, aber man weiß schon, wenn man den James Holland zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken verfolgt, und das habe ich eigentlich seit seiner Austria-Zeit gemacht,
dass der auch wieder beim, als Lastspieler war und der Manuel Ortlechner keine Funktion hatte, dass die oft miteinander im Urlaub waren. Also die haben seitdem sie gemeinsam bei der Meistermannschaft gespielt haben, bei der Austria, verbindet die eine gute Freundschaft. Und der Schmid war ja auch in Holland sein Trainer im Meisterjahr oder der Co-Trainer halt, ja. Also die verstehen sich ja eigentlich auch nicht so schlecht, aber da dürfte irgendwas vorgefallen sein, was nicht nach außen gedrungen ist. Das ist wieder gut, dass nicht jeder Streit nach außen dringt, meiner Meinung nach. Also es muss nicht alles nach außen dringen. Aber da dürfte es schon ein Zerwürfnis gegeben haben. Und das ist halt immer schwierig, wenn du dann einen Spieler hast, der an der oberen Gehaltsgrenze des Kaders ist und der sich dann quasi irgendwie nicht vor die Mannschaft stellt, sondern der sich dann quasi über die Mannschaft stellt. Und sowas ist immer ein Problem. Und was man so liest, dürfte das da der Fall gewesen sein. Und er hat halt einen guten... gute Verbindung hin zum Ortlechner und wahrscheinlich auch aufgrund seiner jahrelangen Lastzeit auch eine gute Verbindung zum Werner. Da bist du dann halt der schwächste Glied als Trainer. Ja, sind wir mal gespannt, wie es dann mit ihm unter dem neuen Trainer weitergeht, weil ich glaube, wenn es wirklich Fitnessthemen sind, beziehungsweise einfach leistungstechnisch, dann ist es natürlich legitim, wenn er nicht im Kader ist, zumal noch als Ausländer. Genau. Wo er die Austria auch die ganze Zeit ein Thema hatte. Also, mal schauen, was da auf uns zukommt. Auch trainertechnisch bin ich gespannt. Sind auch sehr interessante Namen im Umlauf, meiner Meinung nach. Ja, aber sag mal, also außer Klaus Ismael. Sag mal Namen. Brunnmeier. Ja, nein. Roland Brunnmeier, der war ja auch Austria-Spieler. Ist aber ein oberösterreichisches Urgestein, ich glaube ein Rieder-Urgestein. Ist Co-Trainer, also hat ja Blau-Weiß Linz trainiert und auch ziemlich erfolgreich trainiert und ist dann aber, als die nicht aufsteigen wollten, dann zum Oliver Glasner gewechselt nach Frankfurt und ist jetzt mit Oliver Glasner Europa League-Sieger geworden. Das wird immer wieder gemunkelt. Das wäre meiner Meinung nach, wenn diese Namen stimmen, die da in den Medien sind, wäre das meiner Meinung nach die sympathischste Lösung, weil auch ein bisschen Austria-Vergangenheit und sicher auch viel Erfahrung gesammelt in der zweiten Liga als Cheftrainer und auch eben jetzt bei Frankfurt unter Oliver Glasner. Findest du es wichtig, dass jemand aus der Vergangenheit hat? Nein, finde ich überhaupt nicht. Aber wenn ein Trainer kommt, der sicher keine Vorschusslorbeeren bekommt von den Fans und auch wenn die Ergebnisse nicht gleich stimmen, dann sicher gleich wieder Unruhe ist, weil ja der Druck auf den Trainer, der kommt, jetzt dreimal so hoch ist wie auf den Manfred Schmidt bei der Rückrunde. Ja. Dann ist es natürlich schon ein bisschen besser, wenn das ein verdienter Trainer ist oder ein Trainer mit Potenzial unter Umständen. Mit Potenzial meine ich, dass der halt jetzt schon viel erlebt hat und auch schon viel Erfahrung hat und interessanten Fußball spielen lassen würde, dann ist natürlich auch von Vorteil, wenn der Austria Vergangenheit hat, weil er dann vielleicht nicht Kreditpunkte minus 100, sondern nur minus 99,9 hat. Und das Fass dann erst überläuft, wenn, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Aber sonst glaube ich nicht, dass es wichtig ist, Austria-Vergangenheit zu haben, weil du hast ja die Vereinsikone schlechthin das Gesicht der neuen Austria gerade vor die Tür gesetzt. Also ja, aber ich glaube, wenn du den kleinen Stefan fragst, der ja keine Insider-Informationen hat und trotzdem sich als Fußballexperte bezeichnet, glaube ich, ist von all den Namen, die da herumkreisen, der Brunnmeier der sympathischste. Oder der mir derzeit am besten gefallen würde. Okay. Ja, ist halt die Frage wirklich, nachdem Frankfurt schon große Erfolge gefeiert hat zuletzt, ob man dann sagt, man geht hier wirklich so. Natürlich, Cheftrainerposten ist wieder eine andere Geschichte. Und Manfred Schmid hat ja gezeigt, dass man als ehemaliger Co-Trainer sehr erfolgreich dann sich weiterentwickeln kann. Aber ist halt wirklich ein derzeit irgendwie unsicheres Pflaster mit diesen Fan-Unruhen in Anführungszeichen und wirklich in welche Richtung geht es weiter, wie viel Macht haben Werner, Ortlechner und so weiter oder von wem wird das doch dominiert, weiß ich nicht, ob das halt für einige Trainer derzeit so einladend ist. Es wird auf jeden Fall Proteste geben im Stadion von den Fans und von diesem Fan-Club-Zusammenschluss. Das wird man nicht verhindern können. Allerdings wurde in dem offenen Brief auch klar und deutlich gemacht, dass man die Mannschaft weiterhin unterstützt und dass man da sehr wohl differenzieren kann zwischen die Vereinsbosse hauen den Trainer raus und die Mannschaft gibt alles für den Verein. Ja, klar, die Spieler kündigen sie zu. Haben sich ja
Genau. Klar, hätten hier und da bessere Ergebnisse abliefern können, aber war ja nicht ja, so. So wie du gesagt hast, das war ja nicht so, dass jemand sagt, ja, XY hat sich hängen lassen oder die ganze Mannschaft hätte sich hängen lassen. Es haben hier und da halt einfach dann auch die Ergebnisse gefehlt. Genau, so ist es. Ja, ich bin gespannt. Dann ist noch der ehemalige Nürnberg-Trainer Klaus, heißt er, glaube ich. Mhm, ja. Und dann noch der Hoeneß. Okay, ja. War auch schon im Gespräch und der Valerien Ismail, weiß jetzt nicht, wie man den ausspricht, ja. Aber wir wissen ja auch, dass wir Linzer Hörer haben, vielleicht kann der uns das sagen, wie man den komplett richtig ausspricht. Genau, schöne liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Genau. Thomas, dass du sicher weißt, dass du gemeint bist. Und plus dein Schwiegerpapa. Ja, aber ich, ja, genau. Und Onkel und so weiter und so fort, aber ich natürlich nicht. Das klingt so fast, als würde ich mehr Linzer kennen als Wiener. Auf jeden Fall alles interessante Namen, rein theoretisch, aber alles halt auch, die für diesen Pressing-Fußball stehen, der da gewünscht wird. Und was ich halt auch interessant finde, ist, dass der Manfred Schmidt gemeint hat, der Kader gibt das nicht her. Mhm. Viele Änderungen wird man nicht machen können. Ja. Also wenn es einen Trainer gibt, der sich das antut, dann wird der Pressing-Fußball spielen müssen. Und dann bin ich neugierig, wie die Mannschaft dann performt. Ja, und dann wirklich, um das noch einmal ein letztes Mal aufzugreifen, ist dann wirklich die Frage wenn da von konditionellen bzw. körperlichen Defiziten gesprochen wurde bei James Holland, ob er dann wirklich für so einen Pressing-Fußball wird er dann überhaupt nicht in Frage kommen. Ja. Ich meine, ja. Ich glaube, körperliche Defizite, er hat einen, also ich würde mich freuen, wenn ich so einen Body hätte. Mhm. Der ist wirklich durch und durch trainiert. Und hat sehr, sehr wenig Körperfett, im Gegensatz zu mir. Aber ich glaube einfach sein Alter, er muss halt schon Tribut zahlen für sein Alter und beim Pressing-Fußball brauchst du halt eben Geschwindigkeit und die hat er einfach nicht mehr. Ja. Und so wird er trotzdem noch weglaufen. Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Ja, gut. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden diesbezüglich und wenn wir irgendwo was hören, beziehungsweise werden wir natürlich jederzeit unsere Meinung kundtun. Genau, so ist es. Markus, es gab, es wurde getestet in Hütteldorf. Genau, das letzte Spiel des Jahres. Zu Gast war am vergangenen Freitag Schalke 04. Das heißt, zwei Traditionsvereine im direkten Duell. Erste Halbzeit ging klar an die Knappen, sind mal wieder früh in Führung gegangen. Also mal wieder aus Sicht von Rapid, dass man frühes Gegentor kassiert hat. Schon in Minute 8 ist 0:1 kassiert und nach knapp einer halben Stunde war es dann Terodde, der auf 2:0 erhöht hat. So ging es dann auch in die Pause. Erste Halbzeit war überschaubare Leistung, meiner Meinung nach, von Rapid. Zweite Halbzeit wurde dann knapp ab der 60. glaube ich, ziemlich wild durchgewechselt, aber es war dann schon kurz nach der Pause, 49. dass Knasmüller mit wirklich sehenswertem Freistoß den Anschlusstreffer besorgt hat. Und dann nach ein bisschen mehr als einer Stunde war es dann Kerschbaum, der einen Handelfmeter nutzen konnte und zum 2:2 Endstand traf. Im Schluss, in den letzten Minuten war es dann auf beiden Seiten noch beziehungsweise im Verlauf der zweiten Halbzeit, dass dann einmal Stange oder Pfosten getroffen wurde. Das heißt, hier oder da hätte das Spiel noch zum Sieg reichen können für ein Team. Aber ich denke mal, unterm Strich ist es okay, dieses X. Und für Rapid war es auch dann vom Zuschauerzuspruch zwischen 9.000 und 10.000 Zuschauer jetzt nochmal im Stadion bei nicht gerade Wohlfühltemperaturen und einem Anführungszeichen unbedeutenden Match, denke mal, eine ordentliche Kulisse, um sich zu verabschieden jetzt in die Winterpause. Und dann darf man halt dementsprechend gespannt sein, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, gleich mit dem wichtigen Cup-Match in Wolfsberg. Aber eben, wie schon angedeutet, gegen FAC war es, dass man 1:0 in Rückstand geraten ist. Gegen die Vienna war es, dass man 1:0 in Rückstand geraten ist. Gegen FAC dann sogar auch 0:2 insgesamt. Jetzt gegen Vienna und Schalke jeweils in den ersten 10 Minuten, dass man ein Gegentor kassiert hat. Also hier sollte man auf jeden Fall schauen, dass man munterer wird und dann auch dementsprechend konzentriert und konzentrierter in die Partien geht, weil es gibt, glaube ich, Schöneres, als den immer früher im Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Aber eben, es ist jetzt auch zu erkennen, seit der Amtsübernahme von Zoki Barisic von Ferdinand Feldhofer, dass man sich von solchen Rückständen nicht mehr wirklich immer unterbringen lässt. Also sonst war es ja früher dann teilweise egal, ob das jetzt ein Rückstand war oder man einen Ausgleich kassiert hat, dass die Mannschaft so ein bisschen unter Schock stand und dann hier und da fast ein bisschen auseinandergefallen ist. Das konnte jetzt abgestellt werden.
Aber immer noch meine Meinung, spielerisch ist noch viel Luft nach oben und es ist die Frage, ob man hier diesbezüglich dass das im Winter nachbessern kann. Also nicht unbedingt von neuen Spielern, sondern eben, dass gewisse und mehr Automatismen eingespielt sind und werden, dann mit ab Februar. Da bin ich wirklich gespannt und würde jetzt noch dieses WRC-Match ausklammern, sagen, da ist es mir jetzt halbwegs egal noch. Natürlich, wenn man dann ordentlich eine schön, gute Leistung abliefert und halbwegs ansehnlich spielt und das Ding gewinnt, perfekt. Aber ich denke mal, da ist das Allerwichtigste, einfach drüber zu kommen und in die nächste Runde noch einzuziehen, um diese Chance in diesem Wettbewerb am Leben zu halten und auch dann das Momentum, das jetzt irgendwie zuletzt unter Zirkel Parasit schon da war, auch weiter am Leben zu halten. Du hast jetzt da über den Cup gesprochen beim WRC, oder? Ja, richtig. Ja. Jetzt war ich nämlich, bin ich kurz auf der Leitung gestanden, weil du schon, weil man dachte, war das jetzt in der Vergangenheit oder war das in der Zukunft und ich wollte nicht unterbrechen. Ja, das stimmt, ihr seid ja noch im Cup dabei. Mhm. Und das wird sicher wichtig, da drüber zu kommen. Vor allem auch für den Zirkel Parasit selber. Ja, also in diesem Jahr war es ja schon irgendwo ein Momentum-Killer. Gleich die Heimpleite gegen Hartberg und das Cup-Aus dann für Ferdinand Feldhofer. Das war mit Sicherheit ein starker Dämpfer. Und das wäre natürlich jetzt dann im nächsten Februar umso wichtiger, dass man hier weiter vertreten bleibt und ja, dann nicht nur für Zocki, für die ganzen Fans und für den Verein dann in ruhigeren Gewässern weiterarbeiten kann. Wann steigt Rapid wieder ins Training ein? Wir haben ja vorher schon besprochen, dass die Austria am 3. Jänner wieder einsteigt. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig. Okay. Wenn es jetzt direkt wieder losgeht, ist ja wirklich hier von Verein zu Verein komplett unterschiedlich. Und ja, aber ich weiß auch, dass zahlreiche Testmatches dann noch anstehen oder einige und eben auch ein Trainingslager dann. Aber wann jetzt wirklich der Trainingsbeginn wieder ist, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Ja. Ne, ist auch nicht so wichtig. Sie werden auf jeden Fall vor Saisonbeginn wieder trainieren. Ja, das wär, eigentlich wäre es gut, wenn sie sofort nach Weihnachten gleich wieder zum Ball zurückkehren. Ja, vielleicht hören sie auf dich. Schauen wir mal. Ja. Ja, gibt es sonst noch News von Rapid? Also ich habe jetzt da schon ziemlich lang wieder monologisiert über die Austria, obwohl sie auf der Hochstation seit einer Woche sind. Mhm. Heiße Aktien sind auf jeden Fall der Niki Hedl im Tor, der jetzt, ich sag jetzt mal leider, erst den Berater gewechselt hat und zum Max Hackmeier gewechselt ist in die Agentur. Ja. Und damit irgendwie mutmaßen doch einige, dass eine Vertragsverlängerung damit nicht gerade wahrscheinlicher geworden ist. Wie lange läuft der Vertrag? Müssen wir mal schauen, wie es diesbezüglich weitergeht. Ja, weißt du mal, ich glaube 2024. Aha. Ja, und dann natürlich auch eine ganz heiße Aktie ist Leopold Querfeld. Ich glaube, er hat sich jetzt wirklich in den vergangenen Monaten etabliert und als einer der, also als der Fels in der Brandung, in der Verteidigung erwiesen. Und ja, da ist man eigentlich auch dran oder sollte dran sein, ihn zu verlängern, weil es ist ähnlich wie jetzt beim Leo Greimel in der vergangenen Saison, dass sein Vertrag ausläuft. Und das wäre natürlich wichtig, wenn er Rapid erhalten bliebe. Ist erst 18, mit Sicherheit ein großes Talent. Aber da gibt es halt jetzt durch diese, sage ich mal, ja, Leerstelle in puncto Geschäftsführer Sport anscheinend schon gewisse Leerläufe und dann von auch aus dem Hause Querfeld, also hier von seinem Vater, die Kritik, dass hier keine Zukunftsvision, kein Plan bei Rapid diesbezüglich vorhanden wäre. Und das ja, klingt nicht gerade so, als wäre man hier hoch erfreut, dass der Sohnemann weiter bei Rapid spielen kann, darf und soll. Also ich glaube, da wäre es höchste Eisenbahn, hier dem jungen Mann ein wirklich adäquates Vertragsangebot vorzulegen, das natürlich nicht die Dimension sprengt, aber halt doch gewisse Wertschätzung an den Tag legt. Und denk mal, man hat auch gesehen, wie schwer der Stand bei einem Leo Greimel ist auf Schalke. Und von daher wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn er noch eine Saison als Stammspieler bei Rapid dranhängen würde. Und natürlich für seine Entwicklung dann auch, aber das hängt natürlich von der restlichen Mannschaft auch ab, hier und da natürlich auch noch weitere internationale Einsätze sammeln darf. Aber für mich klingt das jetzt schon noch ein bisschen, ich meine, ich verstehe schon, dass da jetzt Stillstand ist, oder verstehe, es ist jetzt Stillstand und da hat der Vater sicher recht,
Aber für mich hört sich das auch ein bisschen ein taktisches Geplänkel an, um da so ein bisschen auch Druck von der Öffentlichkeit her auch zu machen, ihn zu verlängern und ihm vor allem ein gutes Gehalt zu geben und nicht, was ich da gelesen habe, ein Gehalt zu haben wie ein anderer 19-Jähriger. Ja, du, ganz klar. Also ich denke mal, es sollte schon irgendwo der Leistung oder den Leistungen gerecht werden. Von daher, wer sich dementsprechend so gut positioniert und entwickelt, wie der Leo Querfeld, sollte es auch honoriert werden. Und mit Sicherheit wird irgendwo ein gewisses Geplänkel mit dabei sein und eine gewisse Taktik. Ja, nur sage ich jetzt mal, ein tolles Licht wirft es jetzt auf Rapid nicht. Man wird sehen in Zukunft, wie viel da dran ist oder war, ob das jetzt wirklich nur Geplänkel ist oder ob da doch mehr dahinter steht, dass sie sagen, na sorry, mit diesem Chaos oder wie auch immer oder mit diesen nicht vorhandenen Plänen wollen wir nicht weitermachen. Wir suchen eben dementsprechend nach Alternativen, wo er vielleicht, wenn es Ausland wäre, ziemlich wahrscheinlich auch mehr verdienen kann. Und ja, wie so oft im Nachhinein wird man schlauer sein, aber es wird auf jeden Fall gerade diese zwei Aktien sehr spannend werden, was hier weiter passiert und wäre schön von Rapid-Seite und auch aus Fansicht, wenn diese zwei Akteure gehalten werden könnten. Ja, auf jeden Fall. Also das sind zwei Akteure, die auch für den neuen Weg jetzt bei Rapid stehen und auch Leistungsträger waren im letzten Jahr auf jeden Fall. Ja, genau. Dann wird es natürlich auch eine weitere Identifikationsfigur interessant. Wie geht es mit Bernie Zimmermann weiter? Er ist anscheinend relativ oder einigermaßen unzufrieden, was man so hinter hervorgehaltener Hand hört. Also klar, er hat jetzt zwar zuletzt als Joker immer wieder getroffen, aber ja, und sein Vertrag läuft jetzt noch bis 2025. Also es wäre jetzt noch nicht die Not, aber er wird sich da halt, glaube ich, andere Ziele setzen und will sich da stärker etablieren und mehr Einsätze bekommen, dann auch in Hinsicht auf die EU-Nationalmannschaften, um da bessere Karten zu haben. Aber wie ich schon öfters gesagt habe, in der Offensive ist halt ja schon einige namhafte andere Spieler da. Ich glaube, an Burgstaller gibt es definitiv keinen Weg vorbei. Dröf war zuletzt ziemlich unglücklich mit dem, was er abgeliefert hat. Kaum getroffen, da war der Zimmermann wesentlich effektiver. Und es ist halt die Frage, ob dann vielleicht der Bernie an der Seite vom Burgstaller mehr Chancen mal bekommt und man mal diese Variante intensiver testet. Wobei man schon auch sagen muss, dass sobald er reingekommen ist, er schon noch ein bisschen ein Unterschiedsspieler war und die Mannschaft nochmal neu motiviert hat und eigentlich auch so eine Eigenschaft hat, so eine Charaktereigenschaft, die des niemals Aufgebens. Also ich könnte mir beim Zimmermann auch vorstellen, wenn es da 7-0 für den Gegner steht, also sagen wir jetzt mal rein hypothetisch für die Austria gegen Rapid, dann würde er trotzdem reinkommen und sein letztes Hemd geben und die Mannschaft mitreißen und die Fans nochmal auffordern zum Anfeuern und versuchen da wirklich Druck zu machen und vielleicht Tor zu schießen und das Spiel trotzdem noch zu gewinnen, obwohl schier aussichtslos ist. Richtig, deine Geschichte jetzt aus Tausend und einer Nacht ist natürlich immer utopisch mit diesem Beispiel, aber prinzipiell hast du natürlich recht, dass der Zimmermann schon so ein Unterschiedsspieler ist und so ein wirklich ein Spieler, der Temperament und Biss und Aggressivität, manchmal vielleicht ein Tick zu viel, aber reinbringt. Und gerade deswegen würde ich und viele andere Fans ihn vermissen und würden uns, glaube ich, sehr schmerzen, wenn wir so einen, ja, so eine Identifikationsfigur wirklich verlieren würde. Also es ist Aber schauen wir jetzt, mal, es sind ungelegte Eier. ja, genau. Es ist natürlich jetzt schon auch wichtig, nach der Präsidentenwahl da mit Hochdruck zu arbeiten an der Neuausrichtung von Rapid und die Weichen zu stellen und jetzt da nicht da irgendwie in den Weihnachtsurlaub zu gehen und dann schauen, ja, im neuen Jahr schauen wir, also starten wir neu durch. Also ich finde, Rapid ist jetzt schon angehalten nach dem Stillstand in der letzten Saison eigentlich, seit den Rücktritten. Und seitdem klar wurde, dass ein neuer Präsident gebraucht wird, ist man da jetzt schon angehalten, da auch die Weichen zu stellen und sich dem sofort zu stellen und dann nicht wieder in Klausur zu gehen und zu überlegen und zu analysieren, sondern die sollen jetzt schon mal Köpfe mit Nägel machen, Nägel mit Köpfe machen. Ja, du, klar, definitiv wäre es wichtig. Ich glaube, weder Manuel Ortlecher noch Zoki Barisic oder wer auch immer jetzt da tatsächlich nachkommt und im Moment jetzt die Agenten über hat, wird es im Moment langweilig sein und werden. Ich glaube, da wird an vielen Fronten mit Hochdruck gearbeitet. Und ja, müssen wir einfach mal abwarten. Es wäre schon schön, gut und wichtig, wenn hier
wirklich bald klar ist, wie geht's weiter in puncto Geschäftsführer Sport und auch Geschäftsführer Wirtschaft. Genau. Ja, gibt's noch was? Na, das hast du noch was für mich? Eine kleine gute Nacht-Anekdote oder guten Morgen-Anekdote, je nachdem, wann ihr hört. Na ja, ihr könnt natürlich wie immer euch dann auch über die Frage der Woche auslassen bei uns. Also es wäre diesmal von wegen, wer euer Wunschkandidat als neuer Austria-Trainer? Also wer könnte euch da gut vorstellen? Was meint ihr, wer würde da passen? Wer hat vielleicht wirklich doch dieses von Stefan angesprochene 0,1% Kredit bei den Fans mehr als andere? Und klar, jetzt wird wahrscheinlich hier von einigen kommen, ja, Manfred Schmidt zurück. Wird sehr wahrscheinlich nicht spielen. Also wer hier davon, wo ihr sagt, okay, mit dem könnte ich jetzt noch ganz gut leben und ich glaube, der kann die Austria weiter vorwärts bringen. Das ist natürlich derzeit alles andere als einfaches, über sich diese Gedanken darüber zu machen und Spaß macht. Verstehen wir voll und ganz, aber trotzdem, wäre es interessant, hier eure Meinung zu hören und zu lesen. Genau so ist es. Und vielleicht liest ja der Manuel Ortlechner auch mit und der Jürgen Werner und werden sich da irgendwie Tipps von euch holen. Ja, wer weiß. Genau. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Wir sind dort überall zu finden unter nogo.wien oder nogo.wien. Ihr könnt uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben unter nogo.wien@gmail.com. Und alle Informationen zum Podcast findet ihr unter nogo.wien in einem Browser eurer Wahl. Richtig. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch auf YouTube vertreten. Dort könnt ihr uns auch unseren Kanal abonnieren. Jede Folge dort online und hier und da natürlich auch ein paar Specials, weil zum Beispiel unsere zwei Wetteinlösungen sind auch dort verfügbar und aufzurufen. Auf Twitter haben wir jetzt gerade die letzte, oder auf den Social Media Kanälen, nicht nur auf Twitter, unsere letzte Einlösung, das heißt die Übergabe des November-Preises an unseren User PS 2011. Könnt ihr da dokumentiert finden und auch die Übergabe von Stefan des Rapid-Adventskalenders an mich, wo der Stefan wirklich sehr erfreut reinschaust und begeistert und ihm eine Wohltat war, das hier so zu übergeben. Eigentlich war schon eine Wohltat, dass ich den endlich losgeworden bin im Kalender. Ja, genau. Und für mich war es eine Wohltat, den endlich zu haben und seitdem die Türchen aufzumachen und mir die Schokolade zu genehmigen. Also. Aber jetzt haben wir noch genug Belangloses am Ende. Genau. Verzapft. Wir sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dürft euch schon wieder darauf freuen, dass es nächste Woche weitergeht. Wie gesagt, wir bleiben das gesamte Jahr über am Ball. Das heißt auch kurz vor und nach Weihnachten, kurz vor Silvester und kurz danach auch im neuen Jahr sind wir für euch da mit den aktuellen Infos rund um SCR und FAK. Und ihr dürft euch schon darauf freuen, dass bald der zweite Teil von unserem Special mit Peter Packhult erscheint. Und das dürft euch natürlich dementsprechend auch wieder genehmigen. Genau so ist es. In diesem Sinne bleibt es gesund, wie immer, obwohl jetzt gerade eine Grippewelle umgeht, wie wir in unserem Umfeld merken. Leider. Aber wir halten für euch die Stellung und melden uns am allerspätestens nächsten Dienstag wieder. So schaut's aus. Bis dahin, macht's gut. Ciao und Baba. Baba.